unseren heutigen Gästen, Referenten erst nochmal die Gelegenheit geben, bilateral sich ins Benehmen zu setzen. Und da stelle ich dann immer so kleine Fragen noch, um die Herren aus der Reserve zu locken. Da fange ich jetzt mal an mit Herrn Professor Meyer und gehe nochmal zurück auf Herrn Gudehus, der ja konstatierte in der Diskussion vorhin, dass er da sehr viele Parallelen sieht zum Vollgeld. Ich habe selber ein bisschen so einen ähnlichen Eindruck. Jetzt ist es natürlich so, das ist ja eine Idee eines staatlichen Geldes, eines chartalen Geldes. Letzte Woche habe ich dann Ihre Kolumne zufälligerweise gelesen in der Sonntagsausgabe der FAZ und da haben Sie sich ja einmal mehr geoutet als deutlicher Fan unter anderem der österreichischen Schule und da ist ja jetzt bekannt, dass mindestens teilweise von Seiten der österreichischen Schule das bestehende System durchaus auch in dem Sinn kritisch gesehen wird, dass man eben sagt, naja, also dieses Fractional Reserve-System wollen wir nicht, aber der Lösungsvorschlag geht in eine komplett andere Richtung, nicht? Also Währungskonkurrenz, alles nur privat. Nicht? Also jetzt hier staatliches Geld steht in Ihrem Buch und in der Kolumne sind Sie Fan der österreichischen Schule. Da möchte ich gerne noch ein bisschen verstehen, wie das zusammenpasst. Vielen Dank. Das wäre jetzt ein Missverständnis, dass in meinem Buch drin steht, dass ich Sovereign Money möchte. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Vorschläge von Herrn Huber diskutiert. Wir sind, wenn Sie so wollen, Wehgenossen. Insofern, als sowohl die Österreicher als auch die Monetative, die, ich nenne das die öffentlich-private Partnerschaft zur Geldproduktion, also das Kreditgeldsystem, das Giralgeld, ersetzen möchte. Und die Monetative möchte das, so wie Sie auch schon sagten, ich nenne das in dem Buch, das hatte ich aber, glaube ich, auch von Herrn Huber übernommen in Ihrem Artikel Modern Monetary Theory, ist ein neochartalistischer Ansatz, insofern als dann letztendlich Sie auf Sovereign Money rauskommen. Ich komme dann aber letztendlich auf Private Money raus. Das heißt also, wir sind Weggefährten, was den Ersatz des Kreditgeldsystems angeht. Aber wenn es dann auf die Frage kommt, ist es staatliches oder privates Geld, bin ich bei den Privaten. Ich sage Ihnen jetzt mal, jenseits der weltanschaulichen Differenzen zwischen den Österreichern und den Neochartalisten, einen ganz praktischen Grund, warum ich ein Sovereign Money im Euro für unmöglich halte. Und es ist der Grund, dass wir keinen Euro-Staat haben. Wenn ich den Referenten vorher zugehört habe, wo sie immer sagten, der Staat macht das, der Staat macht jenes und der Staat macht dieses, frage ich mich, welchen Staat meinen Sie im Euroraum? Deshalb komme ich dann auch zu dem Schluss, dass in dieser Situation, im Euroraum, in dem wir jetzt sind, Staatsgeld nicht geht. Es ist aber kein Staatsgeld, das ist Zentralbankgeld einer unabhängigen Instanz. Ja, okay. So wie es in Währungsunion früher auch schon gegeben hat. Ich sehe da keinen Widerspruch. Möchten Sie, dass ich darauf antworte? Oder? Gerne, also wenn Sie möchten, können Sie gerne darauf antworten. Herr Gudehus, ich bin ja auf dem Papier durchaus sympathisch, ne? Habe Sympathien für Ihre Vorstellung. Ich finde auch die Idee einer Monetative eine sympathische Idee. Ich bin nur leider inzwischen politisch so zynisch geworden, dass ich sage, in der Realität wird Ihre Monetative unterwandert werden. Es gibt Tunnels in diese Monetative rein. Politisch ist der Druck zu groß. Ich sehe es laufend bei der EZB, die ja eigentlich ihrem Ideal der Monetative relativ gesehen noch am nächsten kommt von allen großen Zentralbanken, weil sie so super unabhängig ist, ja. Vertraglich alles abgesetzt, 28 Unterzeichner dieses. Und trotzdem wird das Ding untertunnelt. Aber Ihr Vorschlag, sichere Konten, bedeutet ja erst mehr Emissionen von Zentralbankgeld. Das heißt, da wird auf jeden Fall im ersten Schritt Zentralbank eine größere Bedeutung erhalten. Stimmt das, so wie ich das sage, dass ich jetzt einen gewissen Widerspruch, erst soll die Zentralbank mehr Einfluss bekommen und dann sollen wir irgendwie zu dem privaten Geld kommen. Darf ich da noch? Gerne, ja.
Ich sagte ja zu Anfang, und deshalb war mir am Anfang das erste Schaubild auch wichtig, dass wir ja Weggenossen sind bis zu einem gewissen Punkt. Bis dahin sind wir Weggenossen. Nun würde ich jetzt, wenn wir weitergehen, würde ich sagen, dass der Euro als Staatsgeld scheitern wird. Das hatte ich also auch schon in einem Buch, das ich 2012 rausgebracht habe, gesagt. Der Euro als Staatsgeld wird scheitern. Da aus diesem Scheitern heraus können sich dann Alternativen entwickeln, die aber auch als Vollgeldalternativen konzipiert sind. Lassen Sie mich da auch sagen, Hayek hat schon in seinem Konzept des Währungswettbewerbs wollte er Vollgeld haben. Vollgeld für die Geschäftsbanken, also die nicht eigenes Geld kreierenden Institutionen, diese Geschäftsbanken sollten Vollgeldsystem haben. Nur eben Vollgeld halten in diesem Geld, das dann jeweils von den Geld kreierenden Banken in Konkurrenz herausgegeben wird. Stellen. Wenn Sie auf Privatgeldschöpfung übergehen wollen, haben Sie eine Vorstellung, wie Sie die Gefahr von Überschussliquidität, damit ja. meine ich Geldschöpfe über ja. den Pfad des Inlandsprodukts ja. hinaus, wie Sie das verhindern wollen oder sehen Sie einen Mechanismus, wie der Markt das von selber verhindert? Also damit habe ich jetzt keine Sorge. Ich habe Ihre Frage während Ihres Vortrags registriert. Damit habe ich insofern keine Sorge, als dieses Geld sehr schnell aus dem Markt verschwinden wird, weil es die Leute nicht haben wollen, weil es einen Wert verliert. Es heißt ja immer Gresham's Law, schlechtes Geld treibt gutes Geld aus dem Verkehr. Das gilt nur für Geld als gesetzliches Zahlungsmittel. Wenn Sie aber freies Geld haben, werden die Leute schlechtes Geld nicht nachfragen, es verschwindet. Das ist auch Teil des Konzepts des Hayek'schen Währungswettbewerbs. Also ich stelle jetzt meine Fragen, die aus der Reserve locken sollen, erstmal zurück und gebe das Wort der Dame hier. Sie hatten sich zuerst gemeldet. Ja, ich wollte noch mal fragen, wegen der privaten Geldschöpfung. Ein wichtiger Baustein der Vollgeldreform ist ja Seignorage, Nutznießer. Ja. Wer ist der Nutznießer? Und bei der privaten Geldschöpfung wären ja das wieder welche Private. Das würde nicht der ganzen Gemeinschaft so gut kommen. Wie stellen Sie dazu? Oder? Völlig richtig. Dieses Seignorage soll im Sovereign Money System soll dann an den Staat gehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben das Kreditgeldsystem abgeschafft, die ÖPP, der Geldbörse existiert nicht mehr und jetzt schauen wir uns die Endprodukte an, also den Endzustand an. Im Sovereign Money System geht also die Seignorage an den Staat. In einem konkurrierenden Geldsystem bleibt die Seignorage zunächst mal, wie Sie richtig sagen, bei dem Anbieter des privaten Geldes. So, und jetzt kommt aber der folgende Punkt. Das habe ich auch kurz angerissen in meinem Vortrag, schreibe ein bisschen mehr darüber in dem Buch. Ich bin ja der Meinung, dass die Geldmenge ausgeweitet werden soll, ob das jetzt öffentlich oder privat ist, gilt für beide, durch die Bürgerdividende, die auch die Schweizer Kollegen schon kurz vorgestellt haben. Jetzt stellen Sie sich vor, ich bin ein privater Geldanbieter. Und mein Geld ist populär. Die Leute fragen das nach. Jetzt gehe ich her und weite meine Geldmenge aus und biete den Leuten die Bürgerdividende, damit sie das benutzen. Das heißt also, die Auszahlung der Seignorage an die Nutzer des Geldes ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum mein Geld populärer wird als das von einem anderen. Ja? Das geht im Wettbewerb, wenn der Wettbewerb wirklich funktioniert, das ist jetzt also platonisches Ideal, gebe ich Ihnen zu, aber tendenziell geht es dahin, sollte sich dieses Geld eben auch über die Auszahlung der Seignorage in der Konkurrenz durchsetzen. Aber sehen Sie da nicht eine riesige Gefahr für den Missbrauch und also Verwendung von diesem privaten Geld als Ponzi-Schemes bzw. Pyramidensystem? Ich glaube, man muss das wirklich trennen, das Zahlungssystem, das Geld selbst und Spekulation in den Finanzmärkten oder in den Märkten für reale Vermögenswerte. Sie hatten auch schon im Mittelalter eine Tulpen-Zwiebel-Blase.
Ja, da war also das Geld noch an Kupfer oder was immer das da war, gebunden. Sie können, und das ist ein Punkt, wo ich manchmal denke, dass die Geldreformer zumindest insofern missverstanden werden, als dass sie zu viel versprechen. Wir können nicht, auch mit einem reformierten Geldsystem, wir können nicht Spekulationsblasen verhindern. Einige werden sich daran erinnern, dass Sven Giegold ein Paper hat schreiben lassen von Thomas Fricke, der sich das angeschaut hat. Und dann sagte er aber auch, Vollgeld wird Spekulationsblasen nicht verhindern. Das ist nicht der Anspruch. Dämpfen, richtig. Der Maßstab, er kam dann zu dem Schluss für den, in dem Paper für den Giegold, dass das System eben nicht hält, was es verspricht. Aber ich sage dem Fricke und dem Giegold, das hat das Vollgeldsystem nie versprochen. Ja? Es hat nur versprochen, dass wenn eine Spekulationsblase platzt, dass dann das Zahlungssystem nicht kaputt geht. Jetzt gibt es eine Frage aus dem Podium. Nein, eine Frage habe ich nicht. Beitrag, ich hätte eher ein paar Kommentare. Also ich meine, wir sind jetzt schon mitten in eine kontroverse Diskussion praktisch eingestiegen. Ich dachte, wir wollten erst noch ein bisschen mehr sagen über Dinge, die uns verbinden. Und ich meine, ich finde es schon bemerkenswert, dass also die, das haben wir ja schon länger festgestellt, dass unsere Analyse der Funktionsprobleme des Chiralgeldsystems und die Analysen, die von Seiten der österreichischen Schule gekommen sind, schon vor über 100 Jahren, beziehungsweise heute von den Neo-Ausbildern, da haben wir zum Teil, nicht auf ganzer Linie, aber zum Teil große Überschneidungen über die Identifizierung dieser Funktionsprobleme. Nicht? Aber was ich bis heute nicht nachvollziehen kann, rein intellektuell, politisch schon gar nicht, wenn Sie so wollen, ist auch eine Frage an Sie dann, wieso von Seiten der österreichischen Schule immer dem Staat und der Zentralbank die Schuhe in die Schuhe geschoben wird für alles, wo wir doch heute de facto, wir haben doch kein Staatsgeld, so wie die Modern Monetary Theory behauptet, die behaupten, wir hätten praktisch ein staatlich souveräne Geld, aber wir haben eine souveräne Währung, also die Amerikaner jedenfalls noch, aber das Geld kommt von den Banken. Wir haben de facto ein chiralgelddominiertes Bankensystem und von daher kann ich von grundsätzlich nicht ganz den Hayek'schen Optimismus im Hinblick auf die Segnungen des Bankenwettbewerbs teilen. Also ich denke, dass es ist an dem Argument bestimmt was dran. Und wir haben auch schon hier vor ein, zwei Jahren monetative intern darüber diskutiert, inwiefern nicht die geldwerten Vorteile der Banken aus der Chiralgeldschöpfung, inwiefern die heute nicht durch den Wettbewerb, den es schon gibt, eben auch heute schon den Kunden zugutekommen, eben in Form von möglicherweise geringeren Depotgebühren, als man sonst hätte oder irgend so etwas. Und also das ist natürlich empirisch sehr schwierig zu belegen, aber wir schließen das nicht ganz aus. Aber ob der Vorteil ganz an die Kunden weitergegeben wird, das kann ich persönlich zumindest nicht glauben. Dazu ist mir wiederum von Deutschland mal abgesehen, aber sonst auf der Welt der ganze Sektor schon viel zu sehr oligopolistisch strukturiert. Deutschland ist da in mancher Hinsicht ein bisschen eine Ausnahme. Und was ich mich eben frage ist, also es ist so, entschuldige, will nicht akademisch wirken, aber zum Gebrauch des Begriffes Vollgeld. Nach unserer bisherigen Definition, die sich im Übrigen ich sehe hier einen Polski sitzen, der hat mir vor vielen Jahren die Kopie eines schweizerischen Handbuchs zur Finanzwissenschaft übermittelt, wo eine Definition von Vollgeld enthalten ist, die ich nicht kannte. Ich habe das durch Sie erfahren erst, ich wusste davon nichts. Und da ist Vollgeld definiert eben als gesetzliches Zahlungsmittel. Ausdrücklich, Vollgeld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, für das ein, in Anführungsstrichen, Zwangskurs besteht. Das heißt, wenn jemand ihm dem Geld bezahlt wird, dann muss er die Zahlung akzeptieren. So nicht. Er darf nicht ablehnen, in Vollgeld bezahlt zu werden. Das steht da drin als Definition, davon wussten wir gar nichts. Aber das entspricht genau unserer Überzeugung,
Das Vollgeld ist per Definition ein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie haben ja dann auch als Alternative, als Wortwahl den Begriff Aktivgeld eingeführt. Also dann können Sie sagen, das ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Gut, aber was für eine Währung haben wir dann? Wir haben also die Zahlungsmittel, sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel, die kommen von den Banken. Die haben dann vielleicht eine private Zentralbank oder wie geht das? Vor allen Dingen haben wir dann noch einen Euro oder wieder eine Mark oder haben wir dann eine Deutsche Bank Geldeinheiten, also so, nicht? Haben wir da nicht ganz andere Währungen, so wie Hayek das angedacht hat? Weil irgendwie macht es ja systematisch gedacht für mich nicht so viel Sinn zu sagen, wir haben so privates Bankengeld oder kommerzielles Bankengeld, aber wir haben eine nationale Währung. Und die Währung steht, bei uns steht ja im Grundgesetz, die Währung ist früher stand drin Deutsche Mark, nicht? Also da stimmt irgendetwas für mich noch nicht zusammen. Und was ich nicht sehe, ist, wenn also schon im jetzigen Chiralgeld-dominierten Geldsystem die Chiralgeldschöpfung der Banken weltweit überschießend verlaufen ist, insbesondere seit etwa um 1980 herum plus minus 5 Jahre oder so, wieso soll ich dann darauf vertrauen, dass wenn wir kein gesetzliche Zahlungsmittelanspruch mehr haben, in einem reinen Privatgeldsystem, wieso um Himmels Willen soll dann auf einmal der Markt es regeln, wenn der Markt bisher die überschießende Geldschöpfung nicht geregelt hat, weil derjenige, der das Privileg hat, Geld zu schöpfen, der hat den Vorteil des ersten Nutzers. Das ist ein großer Vorteil. Und wenn ich den Vorteil habe, werde ich doch nicht freiwillig darauf verzichten. So, also das ist mir alles noch nicht so ganz klar, um es mal so zu formulieren. Ja. Ganz kurz. Ich versuche es kurz zu halten und nicht die Diskussion zu monopolisieren. Als Anschlussfrage. In welchem Geld würde denn dann Steuern gezahlt? Ja, das gehört dazu. Ja. Also grundsätzlich, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mich versucht, aus dieser Definitionsfalle dadurch herauszuziehen, dass ich ein neues Wort geschöpft habe. Das ist zwar angelehnt an Positive Money und an alles ist gerade schon da, aber dann kann jemand sagen, ich höhle jetzt einen etablierten Begriff aus. Ich benutze hier in diesem Runde eben Vollgeld, damit Sie wissen, was ich meine. Fischers handelt das immer. Ich nenne es in dem Buch Aktivgeld, erster Punkt. Zweiter Punkt. Sie haben völlig recht, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich auch andere Geldanbieter sehen werden als die etablierten. Denken Sie an das ganze Internetgeld. Warum? Das fängt schon an. Also Apple kauft PayPal. Google wird sich da nicht lumpen lassen. Also wir werden eine Konkurrenz bekommen von völlig neuen Spielern, die momentan noch gar nicht da sind, die sich aber jetzt, also noch nicht aktiv sind im Markt, die sich aber herauskristallisieren. Also insofern gibt es durchaus private Geldanbieter. Die Frage ist dann, wie werden die dieses Geld anbieten? Werden die das als, ich benutze jetzt das Wort Vollgeld anbieten, indem sie das entweder hinterlegen, voll mit Chiralgeld oder voll mit Sovereign Money, oder werden die das vielleicht aus eigener Emissionstätigkeit anbieten und dann können andere, die jetzt sagen wir mal nicht diese große Maschine haben, um dieses Geld zu schürfen, elektronisch zu schürfen, die können dann ein voll hinterlegtes Geldsystem, also eine 100% Reservehaltung machen, indem sie das Google-Geld als Basis nehmen. Schauen Sie, wenn Sie da Beispiele wollen, dann ist das altbekannte Bitcoin, aber es gibt ja auch schon andere, ich habe das gegenüber ein paar Leuten hier schon erwähnt, denken Sie an Air Miles, also die Bonusprogramme der Fluglinien, da ersitzen Sie sich das Geld, indem Sie lange genug in den Flugzeugen sitzen und dann können Sie das einlösen gegen verschiedene Dinge, das reicht inzwischen von allem, ja, also von Reisen über Hotels, über Autos, über Produkte. Das ist ein Rabattsystem, kein Geld. Naja, ich bin mir nicht sicher, denn die konkurrieren untereinander und die Konditionen dieser Systeme sind wichtig für die Leute und welchem Plan sie beitreten. Ich sage es nur mal als völlig unvollkommenes erstes
Anzeichen. Also es ist, wir müssen uns auf eine neue Welt einstellen, wo sie einen Internetanbieter haben, auch private Anbieter von Geld. Die Frage ist, wie schürfen die das Geld? Und dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ich bin ja ganz bei Ihnen, dass man das evolutionär denken muss. Und deshalb sagte ich auch, es könnte durchaus sein, dass aus dem Euroraum das erste, die erste Geldrevolution entsteht, weil unser Geld so neu ist und die Leute sich nicht recht wohlfühlen mit dem Ding. Und da wäre der erste Schritt natürlich, dass es konkurrierende nationale Gelder geben wird. Überlegen Sie sich mal, die Bundesbank würde einfach eine Parallelwährung zum Euro rausgeben. Das wäre nicht ganz unpopulär. Und daraus könnten sich dann die anderen Gelder entwickeln. Das ist eine evolutionäre Vorstellung, wohin die Reise gehen könnte. Und die Steuerfrage? Ach, die Steuerfrage. Letztendlich, wenn sich dieses Geld als Wertaufbewahrungs- und Tauschmittel per Konvention durchsetzen wird, dann wird der Staat einfach nachziehen und auch das Geld akzeptieren. Denn er selbst braucht dann dieses Geld, um sich Waren einzukaufen oder Dienstleistungen einzukaufen, die die Leute haben. Und stellen Sie sich vor, wir einigen uns auf, sorry, ist ja, also die Presse sollte das jetzt nicht schreiben, wir einigen uns auf Google-Geld. Ja? Also ich nehme das jetzt mal, nicht, dass ich jetzt Reklame machen will für Google. Wir nehmen mal Google-Geld. Ja? Das ist jetzt der letzte Hit. So, jetzt bin ich angestellt, ich sage, ich möchte mein Gehalt in Google-Geld. Ja, dann kann sich der Staat überlegen, ob er dann auch irgendwelche irre Überweisungen macht oder ob er sagt, ja, wenn du dein Gehalt in Google-Geld willst, dann schaue ich mir, dass auch Leute in Google-Geld mir die Steuern bezahlen. Es ist dann, der Staat wird dann nachziehen. Aber so läuft der Staat nicht, also ganz garantiert nicht. Das ist eine verkürzte Sicht. Es kommt darauf an, was der Bürger macht. Ja, noch, denke ich, haben wir ein reaktives politisches System zu den Wünschen der Bürger. Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich hatte heute Morgen schon Gelegenheit, oder zu Beginn dieses Nachmittags Gelegenheit, unsere Sicht etwas darzustellen. Und dass wir ein grundsätzlich positiveres Verhältnis zum Staat haben, glaube ich, das ist zum Ausdruck gekommen. Und nur zwei Bemerkungen zu privatisiertem Geld. Wir haben ja auch gesagt, wir sind offen diesen Entwicklungen gegenüber, aber das Monopol oder die Stärke, die Macht muss in der Hand der Nationalbank bleiben. Ich habe zwei Ängste in diesem Zusammenhang. Eine Privatisierung, die würde dazu führen, dass sich die starken Monopole durchsetzen. Und wir haben dann noch Google-Geld und Apple-Geld. Und ich muss sagen, ich habe mehr Vertrauen in eine demokratisch kontrollierte Nationalbank. Sie möge Fehler haben, aber trotzdem, sie ist demokratisch kontrolliert, als zu Google und diesen Machtgelüsten, die dort sind. Denn wer das Geld emittiert, der hat auch Macht. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Und ich habe mal einen guten Satz gelesen. Wer das Geld privatisiert, der privatisiert längerfristig auch das Recht. Und davor hätte ich also sehr große Angst. Nur ganz, ganz kurz. Da muss ich widersprechen. Ja? Und ich sage jetzt nicht viel mehr dazu, als dass ich anführe, dass es eine sehr umfangreiche Literatur aus der österreichischen Schule gibt, die dem exakt widerspricht. Huerta de Soto und andere. Ja. Gut, jetzt gibt es eine ganze Reihe Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich glaube, Sie waren schon eine ganze Zeit. Ja, dann bitte. Wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, dann steht Ihrer Idee vom Aktivgeld ja eigentlich nicht sehr viel im Wege. Die politischen und die rechtlichen Bedingungen sind ja gegeben. Das heißt, man bräuchte eigentlich nur eine Bank, die wirklich diesen Weg geht und das entsprechende Marketing macht. Sehen Sie das genauso? Oder Sie meinten ja, Sie hätten auch mit Bankiers schon gesprochen. Wie ist denn der Stand der Dinge da? Nochmal, damit ich nicht missverstanden werde. Ich bin hier, weil wir Weggenossen sind, für ein Stück Weg. Ja? Wir werden uns aber in der End, das hatten Sie jetzt auch bei dem Beifall gehört, wir werden uns im Endziel unterscheiden. Insofern, was ich hier vorgetragen habe, das war ja auch meine Aufgabe, war die schrittweise Weiterentwicklung des gegenwärtigen Systems. Und deshalb bin ich jetzt den ersten Schritt gegangen, habe gesagt, eine solche sichere Einlage ist im gegenwärtigen Rechtsrahmen möglich. Und da würde ich auch Herrn Huber in diesem Punkt widersprechen. Nach der Information, die ich habe von dem Rechtsanwalt, mit dem wir gearbeitet haben, der meint, dass es also durchaus ginge. Da müsste keine Zentralbankgesetze oder Prozeduren verändert werden. Es wäre darstellbar, sodass also, wenn Sie fragen, wie ist der Stand der Dinge, momentan mein Stand der Dinge ist, nachdem ich das mit einem Bankvorstand durchgekaut habe, nachdem ich das mit einem Fachanwalt für
Finanzfragen durchgekaut habe, ist der Stand der Dinge, dass es ginge, wenn der Kunde es wolle. Also was geht hier? Diese sichere Einlage, nur das, nur das. Und der eigentumsrechtliche Aspekt? Das ließe sich laut Auskunft dieses Rechtsanwalts, da verweise ich auf den Artikel in der Börsenzeitung, wann der genau erschienen ist, habe ich jetzt vergessen, aber Sie kennen den, da schreibt er, und er wäre dann der Ansprechpartner, das kann ich nicht beantworten, dass er das juristisch darstellen könnte, dass der Eigentumsanspruch des Depositeninhabers an die Rücklage, dass das durchsetzbar ist. Aber da müsste ich Sie verweisen an ihn. Aussage letzte Woche dieses Bankvorstands, Sie machen es nicht, dass er das nicht, das heißt, der Kunde will es nicht. Weil der Kunde es nicht weiß. Das ist doch eine Marketingaufgabe. Entschuldigung, nur das noch zur Klärung. Das hatte ich ja versucht zu sagen. Der Kunde will es nicht, weil die Versicherungsgebühren bei ihm anfallen. Ja? Und wenn ich jetzt Kunde bin und ich möchte Geld sicher anlegen, dann suche ich mir ein sogenanntes SIFI raus, Systemically Important Financial Institution. Ja? Das sind die, die identifiziert worden sind von dem Systemic Risk Board. Das ist diese Einrichtung, die über allen Zentralbanken schwebt, als Banken, die nicht untergehen dürfen. Ja? Und da bekomme ich Versicherung umsonst. Und das ist der Punkt. Da wird über die öffentliche Hand, über den Steuerzahler, werden diese Versicherungen subventioniert. Das ist eigentlich der Punkt, der Herr Garbert. Ja, die werden immer größer. Sie müssen systemically important sein, denn dann können sie nicht mehr kaputt gehen und dann ist das Geld, also das ist die mikroökonomische Sicht, dann ist das Geld sicher. Okay, jetzt war hier eine Wortmeldung, das waren genau Sie waren das, bitte. Sie mit dem weißen Kragen. Ich hatte einfach mal eine technische Frage, wie das Monetativgeld funktioniert. Die Geldmengensteuerung funktioniert dann durch die Geldmengensteuerung beim Monetativgeld funktioniert durch die Einnahmen- und Ausgabenpolitik des Staates, oder wie? Und durch was ist dieses Geld gedeckt? Bei den Vollkonzepten, die wir heute kennen, von uns aus der Schweiz, aus Amerika, American Monetary Institute und aus Großbritannien und Commonwealth-Länder, funktioniert das so, dass erstens die Geldhoheit liegt bei der betreffenden Zentralbank und die versucht oder die hat dann auch die Möglichkeit, das zu implementieren, was man in der Vergangenheit vergeblich versucht hat, nämlich eine Geldmenge. Also wir haben ja eine monetarisierte, finanzialisierte Wirtschaft. Man muss also etwa eine Abschätzung machen, wie viel Geld wird in einem halben oder in einem Jahr, wie viel Geld braucht die Ökonomie am Potenzial orientiert, also die Vollbeschäftigungs- und Auslastung der Kapazitäten und so weiter. Naja, dann wird da dementsprechend die langfristige Geldemission danach bestimmt. Und das muss kurzfristig justiert werden durch geldmarktpolitische Instrumente, dass eben Geld absorbiert wird, wenn es zu viel sein sollte, wenn es sich so anfühlt, anhand Inflationsindikatoren oder was immer, beziehungsweise es muss dann auch noch schnell zusätzliches Geld gegeben werden können, falls sich abzeichnet, es gibt zu wenig Geld. Also da können es gibt viele Instrumente, die aber heute nicht effektiv sind, weil im Giralgeldsystem das bisschen Zentralbankgeld keine Rolle spielt und der Leitzins der Zentralbanken auch meines Erachtens eine sehr, sehr viel geringere Rolle spielen, als die meisten Experten denken. Ich denke auch nicht, dass heute die Zentralbanken so mächtig sind, wie Sie vorhin gesagt haben und wie insbesondere auch die Neo-Austrians nicht müde werden, immer wieder herauszustellen, die Zentralbanken seien so furchtbar mächtig. Heute, ich sehe das nicht. In einem Vollgeldsystem hätten die Zentralbanken in der Tat mehr wirkliche Macht, Geldmenge zu bestimmen. Heute sind die Zentralbanken wichtig natürlich, um Banken bei Liquiditätsproblemen, nicht, um da als Lender of Last Resort den Banken beiseite zu stehen. Mit dem, was die Europäische Zentralbank heute macht und was auch die Briten und Amerikaner sowieso machen und die Japaner vor ihnen, dass sie in großem Stil Staatsanleihen aufkaufen. Das geht also schon weit über Liquiditätshilfe hinaus. Das ist praktisch eine Solvenzstützung für des eigentlichen
für meine Begriffe zugespitzt formuliert, das ist Beihilfe zur Insolvenzverschleppung. Nicht? Also das, so. Aber das können die Zentralbanken heute sehr effektiv machen, aber sonst können sie mit ihrer Leitzinspolitik meines Erachtens sehr wenig machen, denn die Zinsen werden an den Vermögensmärkten bestimmt und dieser sagenhafte Transmissionsmechanismus, weil es, falls es ihn je gegeben hat vor 100 Jahren, heute gibt es ihn bestimmt so gut wie gar nicht mehr. Nicht? Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum die Neo-Österreicher nicht müde werden, die Zentralbanken hier als und überhaupt den Staat oder überhaupt auch, sagen wir mal, die, nein, nicht zu sehr vertiefen, aber ich kann das alles eigentlich nicht nachvollziehen, aber wenn ich schon am Reden, einen Satz bitte noch. Wir sind vorhin auf eine Grundsatzfrage gekommen, das hat Haringer ausgesprochen. Nicht? Er sagte also, wollen wir privates Geld oder staatliches Geld? Also eine Grundsatzfrage, die gibt es in der Geldgeschichte vor allen Dingen vor etwa 200 Jahren in Form einer grundlegenden Kontroverse. Deswegen ist es nicht zufällig, dass jetzt im englischen Parlament wieder darüber diskutiert wird. Das letzte Mal, 1844, da ging es darum, wollen wir ein privates Geldsystem in der Hand der kommerziellen Banken oder wollen wir ein staatlich zumindest kontrolliertes und staatlich regiertes Geldsystem haben, in dem da private Banken durchaus ihre Rolle haben, aber damals hat man gedacht, auf Basis eines Goldstandards, der sollte gewährleistet und so. Nicht? Und das ist die Grundsatzfrage, das ist einerseits eine Frage der ökonomischen Funktionalität, zum anderen ist es eine staatsrechtliche Frage, die von der österreichischen Schule und auch in den heutigen Beiträgen von Herrn Mayer eigentlich verneint wird oder, sagen wir mal, außen vor gelassen wird. Die staatsrechtliche Frage, nicht die, das Recht, das grundlegende Recht, die Recheneinheit zu definieren oder zu bestimmen, die Zahlungsmittel in dieser Recheneinheit oder Währung herauszugeben und den Nutzen davon für sich zu realisieren, den Geldschöpfungsgewinn oder die sonstigen Vorteile, die sich aus der Erstverwendung oder Erstallokation von Geld ergeben. Wem steht dieses Recht zu? Und die traditionale Meinung dazu ist, seit es Geld gibt, seit 2700 Jahren, das gehört, heute würde man sagen, in öffentliche Hand. Nicht? Damals kann man oft sagen, die Herrschenden haben sich das unter den Nagel gerissen. Wäre auch eine zutreffende Beschreibung. So, und nun ist einfach, muss man sehen, mit der bürgerlichen Revolution wollte man also die alten Privilegien abschaffen und man hat, wie soll ich mal sagen, den Staat, und das ist in der ganzen klassischen und neoklassischen Ökonomik so, man ignoriert oder man sieht zu wenig die notwendigen öffentlich-rechtlichen Ordnungsfunktionen des Staates. Und die chartale Geldtheorie oder die sich damals in England durchgesetzt hat, die sagt eben, das ist das Geld, die Grundlagen, die Geldverfassung, das ist eine staatliche Aufgabe, die Geldordnung zu schaffen und auf ihre Einhaltung. Und dann werden diese Zitate kolportiert, nicht, die Sie wahrscheinlich zum Teil kennen, vom alten Rothschild wurde kolportiert, es ist mir egal, wer wo die Gesetze macht, gib mir nur das Recht, dort das Geld zu kontrollieren, dann der Rest ist mir wurscht. Nicht? Das gibt solche Aussprüche, die wurden auch Jefferson zugeschrieben und es wurde Lincoln zum Teil so zugeschrieben. Der Letzte, der so etwas verbrieft gesagt hat, war der kanadische Premierminister Mackenzie King, der von 1935, der dafür gesorgt hat, dass damals Kanada eine Geld- und Finanzverfassung hatte, wo es das gab, was bei uns heute verwehrt wird, nämlich es gab den direkten Zentralbankkredit an den Staat. Und damit hat Kanada sich zu einer modernen Wirtschaft gemacht. Und das Land ist aufgeblüht in dieser Zeit und es haben eben diese Infrastrukturinvestitionen, es ist ein gigantisches Land, die haben gigantischen Infrastruktur. So, das wurde 1972 abgeschafft, ich weiß nicht warum. Und es ist sehr schwierig, darüber Literatur zu finden. Das ist ganz interessant, da müsste man dem mal nachgehen. Jedenfalls, das Gegenprogramm dazu damals, das war das Programm der Banking-Schule. Und die sagten, Geld ist Privatsache. Regelt sich alles privatvertraglich und auf Wettbewerbsbasis. Ja, und die Erfahrung sagt aber, es tut es nicht, es ist eine Illusion. Es ist, wenn Sie so wollen, eine idealistische Illusion, aber es ist eine Illusion.
Ich finde, das ist eine sehr spannende Diskussion gerade und wollte eigentlich dazu was fragen. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne noch einen anderen Themenbereich aufmachen. Und zwar unser Tagungstitel ist ja Vollgeld Schritt für Schritt. Und ich finde, wir haben jetzt sehr ausführlich bisher die technische Seite betrachtet. Aber ich denke, ganz wichtig ist auch noch die gesellschaftliche und politische Perspektive, wie wir das Thema jetzt auch in die Gesellschaft Schritt für Schritt weiter reintragen, die politische Sphäre. Und deshalb würde ich gerne fragen, was Sie glauben, was das Wichtigste ist, wo man ansetzt, um das Vollgeld, also einmal über das Geldsystem zu informieren und das Thema zu verbreiten und Leute zu überzeugen und da Einfluss zu nehmen. Also in der Politik von unten irgendwie so viral, dass man einfach normale Leute informiert, in der Wissenschaft über Professoren, wo ja auch viele VWL-Professoren eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben oder sich eigentlich auch kaum auskennen. Also da würde ich gerne in die Runde fragen. Ja, es ist ja schon zur Sprache gekommen. Wir versuchen das laufen. Es ist schwierig, aber trotzdem würde ich sagen, wir haben schon sehr viel erreicht. Als ich noch studiert habe, da habe ich all diese Mechanismen gar nicht gekannt, die ich nun gelernt habe in den letzten 7 bis 10 Jahren. Und nicht nur ich, sondern auch die ganze Ökonomie. Früher hätte nie jemand zugegeben, dass die Banken autonom Geld schöpfen können. Das ist relativ eine neue Erfahrung, die heute doch schon breit vorhanden ist und die man auch in den Unterlagen der Notenbanken nachlesen kann. Von daher sind wir schon recht weit gekommen. Und es ist sicher noch Knochenarbeit, bis das alles ins breite Bewusstsein gedrungen ist. Aber es gibt keine andere Weg als es gibt nicht viele andere Wege, als daran am Thema zu bleiben. Und in der Schweiz ist eben das Initiativrecht eines der besten Mittel, um ein Thema wirklich an die Leute zu bringen. Und wir haben auch intern schon gesagt, im schlimmsten Fall, wenn wir scheitern, dann ist es eine Aufklärungsinitiative gewesen. Und die Leute haben darüber diskutiert. Und viele Leute auf der Straße sagen, ja, das ist ein interessantes Thema, gut, dass es mal diskutiert wird. Also das ist sicher ein wichtiger Weg oder ein richtiger Weg, den wir jetzt gehen. Ja, also ich würde sagen, ich finde gerade das Thema sichere Konten, also zunächst also in Form einer 100% Reservendeckung, ebenso wie die Idee des, einer Parallelität von Geld in Verkehrbringung von Zentralbankgeld über den Staat, parallel zu Chiralgeld. Ich finde, beide Ansätze haben schon was. Ich seh die Probleme und ich könnte jetzt nicht sagen, denn ich würde den einen Ansatz dem anderen vorziehen. Also sollte ja klar geworden sein, ich ganz privat ziehe eine Stichtagsvollgeldreform vor. Aber wenn es darum geht, schrittweise oder nur teilweise, dann würde ich sagen, das sind beides interessante Ansätze, die könnten sich eventuell sogar ergänzen, indem durch, sagen wir mal verkürzt, staatliche Inumlaufbringung von staatlichem Vollgeld kämen Reserven. Und ich habe vorhin die Frage aufgeworfen, was machen die Banken damit? Wenn sie gleichzeitig sichere Konten einführen könnten, wenn das ein erfolgreiches Modell wäre, dann ist die Frage beantwortet, weil die Banken erstmal das Geld brauchen für die 100% Absicherung der sicheren Konten. Da wäre sozusagen dieses Thema schon entschärft und das würde sich ein Stück weit ergänzen. Nur, das haben wir heute noch nicht gesagt, ich sehe in der Idee des Parallelgeldes, der Parallelität von Vollgeld und Chiralgeld, das ist ja kein Übergang zu einer Vollgeldordnung, solange nicht die Chiralgeldschöpfung effektiv begrenzt oder zurückgefahren wird. Nicht? Und Sie haben einen Vorschlag gemacht, mit der Bilanzsummensteuer haben Sie das genannt, kann ich auf die Schnelle nicht sagen, ob das wirken würde. Neue Steuern sind immer unsympathisch. Und, also jedenfalls, das ist schon ein Punkt. Da muss ich dazu sagen, mit den sicheren Konten, unter der Voraussetzung, dass die Zentralbank mitspielt und sich bestimmte Rechtsfragen lösen lassen, warum nicht? Ja? Und wenn in der Ergänzung mit dem Parallelgeld, da aber wirklich nur unter der Voraussetzung, dass in dem Maße staatliches Vollgeld da eingeschleust wird, also die Geldschöpfungsfähigkeit der Banken selbst durch irgendwelche Maßnahmen effektiv auch in Grenzen gebracht, begrenzt werden muss.
So, nicht? Meine Frage war eher, wo sollten wir unsere Kräfte bündeln? Also sollten wir eher Politiker anschreiben oder Infotische irgendwie in der Öffentlichkeit aufstellen? Also kampagnenmäßig, was ist ja. Also da würde ich als sehr interessierte und natürliche Verbündete sehen, die Kämmerer, die Finanzminister, den Städtetag, ich denke an die verschuldeten Kommunen im Ruhrgebiet. Also ja, die müssen doch den Vorteil, also jedenfalls, wenn wir an so eine Parallelgeldlösung denken, müssen wir unmittelbar eigentlich einsehen können, dass für sie was bei rausspringt. Und die sind politisch vernetzt. Der Finanzminister ist eigentlich eine hervorgehobene Figur im ganzen Kabinett. Da müssten sich auch Wege zu politischen, na, nicht Mehrheiten, aber zumindest zu politischer Unterstützung schnell finden lassen. Das ist eher top-down als bottom-up, weil wie kommt man an die Kamera eher vielleicht als an den Finanzminister ran. Aber da würde ich eben nach Wegen suchen, um diese natürlichen Verbündeten gewinnen zu können. Möchten Sie auch was dazu sagen? Ja. Ich halte das mit aller Sympathie zu meinem Nachbarn den exakt falschen Weg. Wenn es herausdringt, dass Sie sozusagen die Politik mit billigem Geld ködern wollen, auf ein solches Konzept einzugehen, haben Sie von vornherein verloren. Bei den Wählern. Denn dann ist es nur eine weitere Quelle billigen Geldes für die Politik, um Ihre Wählerstimmen zu maximieren. Ich würde Ihre Frage dahingehend beantworten. Und das erklärt auch, warum ich hier bin. Zum Beginn, was macht denn der da? Der will ja was diametral anderes als Herr Huber. Ich finde, das Allerwichtigste ist die Aufklärung. Und da muss ich den Schweizer Kollegen applaudieren, was sie machen. Da applaudiere ich der Monetative, was sie macht. Da bin ich ein ganz, ganz starker, das sind die Österreicher auch, und das versuche ich in diese Richtung reinzutragen, da sind wir wirklich starke Weggefährten, dass man die Leute aufklärt, wie das Geldsystem aussieht. Und dann bietet man ihnen Möglichkeiten an, wie es weiterentwickelt werden kann. Und ich bin nicht derjenige, der das oktroyiert. Ich sage dann, die Leute sollen sich eine Meinung bilden, wenn sie wissen, um was es geht, und dann sollen sie das richtige System demokratisch wählen. Gut, vielen Dank. Jetzt endlich Sie vorne. Ja, also ich habe noch eine Frage, also mit dem Parallelgeld. Ich habe Sie vorhin auch schon mal angesprochen, also was Sie dann auch gesagt haben, Herr Huber, dass dann also die Geschäftsbanken auf der Basis, also von dem Zentralbankgeld, was im Umlauf kommt, noch mehr Geld schöpfen können. Also ich muss sagen, ich verstehe das jetzt gar nicht so richtig, weil nach Ihrer Lesart ist es ja normalerweise immer so, dass also die Initiative für die Kreditvergabe liegt bei den Geschäftsbanken. Und also in dem Buch, was Sie mit Professor Binswanger zusammen geschrieben haben, steht drin, naja, also die Zentralbank schießt den Geschäftsbanken die Reserven sowieso immer hinterher. Und dann wäre es ja eigentlich so, dass es egal ist, ob die jetzt nochmal zusätzlich was kriegen über diesen Kreislauf, also von Herrn Walter, oder ob es so ist, dass sie einfach ihre Bilanzen verlängern, indem sie eben halt neue Kredite vergeben, und dann kriegen sie das Zentralbankgeld eh wieder hinterhergeschossen. Ob das dann eigentlich wirklich ein Problem ist. Für wen oder was? Also für die Ausweitung, ich glaube halt, wenn man sagt, dass die Zentralbank, dass die Reserven sowieso immer hinterher schießt, die benötigt werden, dann würde sich das doch eigentlich, also geldmengenmäßig gar nicht jetzt irgendwie auswirken, wenn also über die Art und Weise, wie also der Herr Professor Walter das vorschlägt, also ein neues Zentralbankgeld in Umlauf kommen würde, das wird bei der Bank deponiert und dann könnten die Banken, also haben wieder mehr Zentralbankgeld, ja, können wieder mehr Geld schöpfen und das kriegen die doch sowieso. Und es ist ja auch so, dass sie es zum durchschnittlichen Hauptrefinanzierungssatz immer verzinst kriegen, ja, und da haben wir eh keine Kosten. Ja, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich richtig verstehe, was Sie sagen, aber eigentlich war das mein Argument während meines Vortrags, dass ich gesagt habe, ich sehe, das bringt zunächst fundamental keinen Unterschied. Der Unterschied, den es bringt, ist ein Vorteil für die öffentlichen Haushalte, die also anstatt ihre Verschuldung erhöhen zu müssen, hier praktisch eine
eine schuldenfreie Überweisung haben, soweit es im Rahmen eben der Geld, soweit es in den Rahmen der geldpolitischen Rahmen der Zentralbank passen würde, könnte der Staat teilweise oder ganz eben schuldenfrei bekommen. Das wäre der Unterschied, das ist ein Vorteil. Und wenn Sie alles so lassen, wie es ist, ist dieser Vorteil nicht da. Und dann sagt Herr Mayer, ja, aber wie soll man sagen, also manche lesen das dann sicher so, dass einer, der nicht mit Geld umgehen kann, dem soll man nicht auch noch umsonst Geld geben. Ich meine, ich sehe das nicht ganz so. Wir haben wirklich ein größeres systemisches Problem, einfach in Form der gigantischen Geldvermögens- und Schuldenüberhänge, die wir heute haben, nicht? Und von daher ist das nicht ganz so beliebig, und es geht nicht nur um politische Opportunitäten. Aber wenn ich richtig verstanden habe, was ich sage, möchte ich Ihnen beipflichten. Auch ich sehe in dem Vorschlag, ich würde erst dann einen richtigen Sinn darin sehen und mich sozusagen dafür begeistern können, wenn ich eine Möglichkeit sehen würde, wie zugleich das Giralgeldschöpfungspotenzial der Banken in Grenzen gebracht wird. Und das sehe ich nicht. Ja. Okay, jetzt Hajo Köhn, bitte. Also ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich würde gerne nach Hause gehen und wissen, wo die 30% Schnittmengen zwischen den Beteiligten sind und nicht die 70% Differenz. Ich hätte das gerne auf einer Zeitleiste. Jetzt konzentrieren wir uns auf die 30% und 2018, wenn wir die erreicht haben, kommen wir wieder zusammen und kümmern uns dann um die 70%. Das fände ich adäquat, was ansteht. Ansteht ist, dass wir eine Bewegung auf die Beine kriegen. Und ich will mal die Bausteine einer solchen Bewegung nennen. Erstens Applaus am Rechtsaußen. Es ist ein Bildungsvorteil. Ich gehe sogar so weit, eine Kampagne wie in der Schweiz ist in erster Linie ein Bildungsauftrag und dann ein Erfolgsauftrag, dass ich die Kampagne zum Erfolg führe. So herum spielt die Musik. Wir haben in erster Linie einen Bildungsauftrag. Und zwar alle. Und da gilt es, die 30% zu definieren, und dann in breiter Front auf das sogenannte Volk zugehen. Alles andere enttäuscht mich und gehört in ein studentisches Seminar. Wir sind alle erschöpft, eigene Fahnen zu bilden, Grenzen zu definieren, uns zu positionieren in der Ausschließlichkeit dem anderen gegenüber. Ich bin müde. Ich erwarte von allen Beteiligten, Schnittmengen zu suchen und das kampagnenfähig zu machen. Alles andere interessiert mich nicht. Möchte jemand vom Podium was dazu sagen? Allgemeiner Konsens möglicherweise. Dann hatten Sie, ja genau. Also meine Frage geht vor allem an Herrn Huber, weil ich mich dafür interessiere, wie das Folgesystem dann konkret aussehen würde. Und soweit ich ihn verstanden habe, übernimmt der Staat dann eine Art Geldmengensteuerung. Es ist ja dann sozusagen eines der Vorteile, dass die Geldmenge nicht mehr so schwankt, sondern ausgerichtet am realen Wachstumspotenzial relativ fixiert sein würde. Daran anschließend höre ich aber immer als die stärksten Einwände, dass aufgrund dessen die Zinsen sehr, sehr volatil sein würden im System. Und dass das einer der vielleicht größten Schwierigkeiten in einem Folgesystem wäre, weil in der Regel fixierte Mengen auf Märkten sehr, sehr stark schwankenden Preisen ausgesetzt sind. Das kann man zum Beispiel bei einem Rohstoff sehen. Mhm. Also, volatilere Zinsen im System, das ist das Erste. Das Zweite ist, es könnte der Fall sein, dass die Zentralbank Opfer von Spekulationsangriffen von mächtigen Banken wird, wenn die auf einmal die Kreditzinsen extrem erhöhen und die Zentralbank nicht von vornherein ausschließt, die Geldmenge über verzinslichen Kredit an die Banken zu erhöhen. Dann könnte man Druck ausüben, wenn die Zentralbank den Zinssatz als Referenzwert für den Geldbedarf einer Volkswirtschaft heranzieht. Genau. Und das Zweite, was mich noch interessiert, angenommen, die Geldmenge würde erhöht durch eine allgemeine Bürgerdividende, dann ist die Frage, was die Bürger mit diesem Geld machen. Ich sehe grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie transferieren es auf Sparkonten, dann wäre sozusagen die Menge an
möglichen Krediten würde dann erhöht sein, weil ja sozusagen mehr Spareinlagen existieren. Dann könnten die Unternehmen auch mehr investieren. Aber würden sie auch mehr investieren, wenn sie sehen, dass die Sparquote steigt? Oder der Konsum steigt an und angenommen, die Volkswirtschaft befindet sich schon unter naher Vollauslastung, dann wäre das Resultat eine Inflationierung eigentlich, weil die Unternehmen sozusagen mit einer Preisreaktion nach oben reagieren würden, sodass sozusagen dann auch keine realen Auswirkungen auf das Wachstum passieren würden, so wie ich das sehe. War das verständlich? Also ich glaube, ich habe das verstanden, was Sie gesagt haben. Also die Thesen, die Sie formuliert haben, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich muss mich jetzt möglichst kurz fassen. Also erstens, ich würde die Zentralbank eben nicht mit dem Staat saldenmechanisch in einen Topf werfen, sondern das sind verschiedene Institutionen. Und den Staat muss ich betrachten im Sinne seines Staatshaushaltes, der finanziert werden muss über Steuern und über Geldaufnahme und über andere Dinge. Und der Staat selber als Staat, der sollte keine monetären Funktionen haben, sondern das sollte eben bei einer speziellen monetären Institution eben in Form der Zentralbank sein. Deswegen rein zum Sprachgebrauch. Dann möchte ich sagen, in dem von uns konzipierten Vollgeldsystem ist die Geldmenge nicht fixiert, sie ist variabel. Ja, weil buchstäblich über Nacht kann Geld zugefügt und Geld abgeschöpft werden. Nicht? Dafür haben wir ja eine Zentralbank vorgesehen, die sogenannte diskretionäre Geldpolitik betreiben soll. Das heißt, diskretionär im Unterschied zu mechanisch regelgeleitet, sondern diese Zentralbank soll haben einen erheblichen Spielraum, also geldpolitische Entscheidungen situativ zu treffen, sodass also jederzeit jede Menge Geld hinzugefügt oder auch jede Menge Geld abgeschöpft, ist schwieriger, aber rein hypothetisch hinzugefügt werden kann. Nicht? So, in einem Vollgeldsystem ist es nicht so, dass Geld durch die Tätigkeit der Banken entsteht und verschwindet. Also auch wenn sie praktisch eine Krise haben oder so, dann ist deswegen nicht der Geldstock auch zum Teil weg. Wir haben da eine gewisse Kontinuität und man muss die Frage, ob eine genügende Geldmenge da ist und andererseits an den Finanzmärkten, die Angebot und Nachfrage nach Kapital sind in einem Vollgeldsystem getrennt. In einem Vollgeldsystem ist gewährleistet, heute fällt das zusammen, deswegen ist heute nicht gewährleistet, dass es jederzeit genug verfügbares Geld gibt. In einem Vollgeldsystem gibt es immer genug Geld und wenn die Zentralbank ihre Aufgabe ordentlich macht, dass sie jederzeit für ausreichend viel Geld sorgt, so, dann gibt es keine Geldknappheit und dann ist im Prinzip genug Geld da. Und wenn Sie dann eine Situation, wann haben Sie dann eine Situation, dass hohe Zinsen entstehen sollten? Das haben Sie entweder im Zuge von Zyklen, von Konjunkturzyklen oder auch von Finanzzyklen. Und wenn in den Finanzzyklen, wenn die, sagen wir, sektorenspezifisch, Sie haben die Rohstoffspekulation genannt, ja, wenn da halt eine starke Geldnachfrage entsteht, dann wird das Geld teuer. Das ist beabsichtigt. Dann wird diese Spekulation bald aufhören. Nicht? So, das ist so. Und das regelt sich. Meine Grundaussage ist, wenn jederzeit genügend viel Geld da ist, dann kann es auch kein ungewöhnlich hohes Zinsniveau geben. Dann gibt es ein normales Zinsniveau mit entsprechenden Schwankungen, die natürlich sind. Und wenn eben periodisch die Geldbesitzer ihr Geld lieber behalten, als es in Gänze auszugeben, das sehe ich sehr viel weniger problematisch als Freiwirte, als Gesellianer das tun und als klassische Keynesianer aus verständlichen Gründen von vor 100 Jahren getan haben. Da ist man vielleicht unterschiedlicher Meinung mit dem Bürgerdividende, mit dem Geld, was geschieht. Da vertrete ich mehr einen sogenannten circuitistischen Standpunkt, das Geld zirkuliert. Und ob jetzt die Geldempfänger das Geld gleich sparen oder ob sie das Geld wo ausgeben und dann dort Rückstellungen und Rücklagen gebildet werden, die wiederum ausgeliehen werden, das ist eigentlich, finde ich, eine Frage von zweiter oder drittrangiger Bedeutung. Entscheidend ist, dass sie einerseits eine gewisse Sparquote haben
oder Geldanlagequote, die eine echte Finanzierungsfunktion ausübt, wo das Geld nicht nur verzinst wird, weil es ungenutzt, weil es stillgelegt ist, sondern weil damit etwas finanziert werden kann. Und wenn Geld fällt zusätzlich, kann die Zentralbank jederzeit Geld einschleusen, auf welche Weise immer. Ja, die Schweizer Kollegen haben drei Wege genannt, genauso sehen wir das auch. Sie können über staatliche Ausgaben Geld einschleusen, sie können ganz schnell über Nacht über Banken, also Zentralbankkredite an Banken Geld einschleusen, sie können über Bürgerdividende Geld einschleusen. Kein Problem. Ich sehe das nicht mit dieser, ich sehe nicht diese Erwartung, dass es ein erhöhtes Zinsniveau gibt. Das sehe ich nur bei 100% Reserve zusätzlich zur Habenverzinsung von Depositen. Sonst sehe ich das nicht. Ja. Also diese IWF-Studie kommt ja auch zu dem Ergebnis, dass eines der Konsequenzen des Vollgeldes unter anderem wäre eben ein niedrigerer, gleichgewichtiger Zinssatz, interessanterweise. Aber jetzt hat das Wort Herr Professor Mayer nochmal. Oder ja, doch, jetzt doch. Achso. Ja, und zwar Stichwort Einschleusen über Bürgerdividende oder über staatliche Ausgaben. Es könnte doch einen Unterschied geben, wenn der Staat mit seinen Ausgaben Infrastruktur schafft, die wachstumsfördernd ist, dann sehe ich da keine Inflationsgefahr, jedenfalls deutlich gemindert. Und bei der Bürgerdividende ist mir das noch nicht klar. Da nehmen wir mal an, ist keine Vollauslastung, gibt es auch da keine Inflationsgefahr. Aber das, was Sie sagt mit Vollauslastungsinflation, ist also bei Infrastrukturausgaben sehe ich das geringer. Einen kleinen Unterschied sehe ich da. Nur ganz kurz zu der Unterscheidung Bürgerdividende und anderem. Ich benutze das Wort Dividende in dem Sinne, in dem das Unternehmen benutzen. Unternehmen haben eine Dividendenpolitik, die richtet sich aus nach der langfristigen Ertragskraft des Unternehmens. Das heißt, Dividenden werden nur selten geändert, nämlich dann, wenn sich die Ertragskraft des Unternehmens fundamental ändert. Und so sehe ich diese Bürgerdividende bzw. Nutzerdividende als etwas sehr Langfristiges. Und deshalb bin ich im Unterschied zu den Kollegen hier eben nicht für eine proaktive Geldpolitik. Tatsächlich wird sich in diesem System der konkurrierenden Gelder gibt es gar keine Geldpolitik. Das nur zur Klärung. Okay, Klaus. Ja, ich möchte nochmal versuchen, diesen gemeinsamen Weg ein bisschen weiterzugehen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich habe erstmals jemand aus dem inneren Finanzestablishment, der mit uns diskutiert. Ja. Und jetzt haben wir dieses Vollgeld Schritt für Schritt. Jetzt haben wir Konzept sichere Konten. Ja. Wenn wir sagen, wir wollen Bildung machen. Ich finde an diesem Konzept, warum brauchen wir überhaupt sichere Konten? Kann man schon sehr viel erklären an unserem Geldsystem, nämlich, dass sogar nicht angelegtes Geld, was wir meinen auf dem Konto, ist, ja, nur eine Verbindlichkeit der Ausnahme von Geld ist. Ja. Wenn das die Leute das schon mal kapieren, mit diesem Konzept sichere Konten, dann haben wir da doch gemeinsam schon viel gewonnen. Ich habe dazu auch mal einen kleinen Kommentar mal im Handelsblatt schon geschrieben, ja. Tatsächlich, auch Unternehmen könnte man dann gewinnen. Es gibt ja auch das Beispiel, zum Beispiel Talangsversicherung. Ja? Die haben auch riesige Kontenbelegungen gehabt und haben dann beantragt, ja, wir brauchen ein Bundesbankkonto, wurde ihnen verwehrt. Ja? Und wir müssen jetzt wirklich nach, im Sinne von Herr Jokön auch, mal versuchen, Koalitionen zu schmieden und nicht Divergenzen zu pflegen. Ja? Was mir dann aber bei dem Konzept sichere Konten jetzt dann noch fehlt, wir haben gerade festgestellt, sichere Konten werden nicht nachgefragt, weil die weichen dann einfach auf aus Deutsche Bank oder aus Riesen. Dann müsste doch zum Konzept sichere Konten, also ein weiterer Schritt, vielleicht ein Konsens noch sein, ja, dann muss eben dazu radikale Größenbeschränkung von Banken, damit es überhaupt geht. Jetzt ist die Frage, wäre das ein weiterer Schritt in diese Richtung? Einfach mal jetzt so frisch aus der Seele gesprochen, weil wenn es jetzt nicht geht, weil die einfach ausweichen auf systemwichtige Banken, dann muss man entweder die Systemgarantie für wichtige Banken streichen, das wird uns aber nicht gelingen. Ja? Also da bin ich wieder relativ realistisch, weil wenn dann was mit einer großen systemischen Bank, dann ist es einfach so, und wenn ein Gigant wie die Deutsche Bank mit 2 Billionen Bilanzsumme in Schwierigkeiten ist, dann wird es genauso laufen wie bei der Finanzkrise. Da kann man wieder die Mängel der Bankenunion erklären. Aber, also als Bildungsprojekt, Projekt sichere Konten, gemeinsam, aber wirklich mit breiter Basis, vielleicht Unternehmen noch im Boot, ja, die auch sagen, Mensch, ja, das ist es genau.
Aber dann, wie gesagt, weiterer Schritt. Müsste dann doch eigentlich sagen, radikale Größenbeschränkung von Banken. Es ist momentan, wird diskutiert, ob die sogenannten Living Wills der Banken realisierbar sind oder nicht. Da Living Wills, das sind diese Testamente, die Abwicklungspläne der Banken, und da gibt es wieder diese Gemeinsamkeit, die Ayoken anspricht, da müssten, ich sage jetzt mal wir, die das System erklären, der Allgemeine müssen sagen, wir müssen, ihr Leute müsst darauf bestehen, dass diese Living Wills, diese Testamente, dass die vollstreckbar sind. Und wenn die nicht vollstreckbar sind, dann muss die Bank sich spalten. Das wäre mein Punkt, da könnten wir uns treffen. Wenn ich, ne, das wäre also die Sache. Aber nicht da, erst dann. Bitte? Aber nicht erst dann im Falle in etlichen Jahren, wenn die dann vielleicht fallen. Diese Dinge werden momentan getestet, ja. Und vorher schon beschränkt werden. Ja, das wird ja zurzeit vorgemacht. Das wird jetzt gemacht. Und das... Und da haben Sie was ganz Konkretes, da haben sogar die Amerikaner, die Insider im System, haben gedroht, wenn ihr es nicht schafft, diese Living Wills, diese Testamente wirklich vollstreckbar zu machen, dann müsst ihr aufgespaltet werden. Und das ist ein Punkt, wo man eine, würde ich mal sagen, die Öffentlichkeit sensibilisieren kann und Lobbyarbeit betreiben kann, ohne dass man jetzt sofort wieder als System-Outsider und weiß Gott woher kommend betrachtet wird. Ein Stück weit hat es ja schon Folgen heute bei der Reorganisation der Banken, meistens in der Form, dass Banken bestimmte Auslandsaktivitäten, speziell in Amerika, einstellen oder dass es eben zur Aufspaltung in verschiedene rechtlich selbstständige Betriebseinheiten kommt, die aber immer noch einem Konzern angehören. Aber immerhin, das hat schon deutliche Restrukturierungsfolgen, aber an den grundlegenden Funktionsproblemen einer Chiralgeldordnung ändert das auch noch nichts. Es macht Banken ein Stück weit sicherer, aber beziehungsweise es macht uns, also die Öffentlichkeit, ein Stück weit abgeschirmter. Also so, dass die Probleme, wenn Banken Probleme haben, dass sie nicht mehr in der Wucht auf die Allgemeinheit durchschlagen, wie das zurückliegende Fall gewesen wäre, wenn man denn den Kladderadatsch hätte stattfinden lassen. Anmerkung zu dem Hinweis von Professor Mayer, dass eben diese Living Wills vollstreckbar gemacht werden müssen, damit sie überhaupt funktionieren. Ich finde es klasse, wenn die Kunden im Chiralgeldsystem nicht mehr vollstreckbar sind. Damit würden wir uns viele Freunde machen und würden das Projekt Vollgeld, egal wo es hingeht, auf jeden Fall nach vorne bringen. Ich will einen Hinweis geben. Meiner Meinung nach muss der Zusammenhang zwischen Geldmengen, Ausweitung und Wachstum ein bisschen differenzierter gesehen werden. Wachstum ist nicht für sich gesehen richtig. Wir verbrauchen den Planeten, wir verbrauchen Ressourcen und durch die Ausweitung der Geldmenge schaffen wir ja potenziell Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Und da ist einiges darunter, was diesen Planeten sozusagen immer hässlicher und macht und ihn zerstört. Und dieser Zusammenhang, der muss meiner Meinung nach bei der Frage, steuern wir mit dieser Reform, die wir da anstreben, auch das Geldmengenwachstum, diese Frage muss mit bedacht werden. Auch wenn man entscheidet darüber, ob es besser ist, sozusagen die Erzeugung von Geld, die Geldschöpfung, mehr oder minder in Anführungszeichen staatliche oder öffentliche oder auf jeden Fall gemeinwohlorientierte Hand zu geben oder sozusagen privat stattfinden zu lassen. Auch ein Markt, auch ein Gelderzeugungsmarkt muss gesteuert werden, muss kontrolliert werden, weil es gibt immer Spieler, die Möglichkeiten, die da existieren, missbrauchen. Ja, also ohne Kontrolle geht es nicht. Und das kann auch eine Geldmengenkontrolle sein. Okay. Vielleicht scheint es manchen ein untergeordneter Punkt, aber ich meine, es handelt sich verfassungsrechtlich um einen wesentlichen Punkt und vielleicht kann man ja sogar einen Konsens erzielen. Ich spreche von dem
meines Erachtens etwas leichtfertigen Verwendung des Begriffes systemrelevant. Was bedeutet systemrelevant? Es kann nur bedeuten, entscheidend für das Zusammenleben der Gesellschaft, für das Funktionieren des Staates, für das Funktionieren der Institutionen. Nun ist es aber in unserer Demokratie nach Artikel 20.4 Grundgesetz so, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und nicht von systemrelevanten Organisationen. Und das bedeutet, wer den Begriff gebraucht, wirft entweder eine Nebelkerze oder er rechtfertigt einen verfassungswidrigen Zustand. Ich glaube, das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Ja, dann bitte Sie mit den weißen Haaren jetzt erstmal. Ja, ich möchte mich zu einigen Vorrednern anschließen, kann sie gar nicht alle aufzählen. Einmal natürlich Herr Schaaf, denn sein Nebenmann. Dann auch die generelle Frage, die auch Herr Professor oder Dr. Fatsch jetzt gar nicht Meyer aufgeworfen hat. Wie machen wir uns bei der Allgemeinheit bekannt, beliebt? Und ich denke mal, ich habe mich seit vielen Jahren mit der sogenannten Arbeitsmarktreform beschäftigt. Auch gerade ein großer Bereich im Spiegel zurzeit mit der Schröder-Maschmeyer-Story. Da ist auch dieser Verteilungskampf Maschmeyer-Schröder auf der einen Seite und das Volk auf der anderen Seite. Ich denke, wenn wir es schaffen würden, auch möglicherweise auf Basis einer Komplementär- oder Parallelwährung ein Konzept zu entwickeln, das, was der Peter Hartz ursprünglich mal im Herzen hatte, der hat ja was ganz anderes vorgeschlagen, was die Regierung umgesetzt hat. Die sogenannte Agenda 2010 ist das Machwerk von McKinsey, sollte man wissen. Und wenn wir in dieser Richtung, ich sag mal, die Arbeitslosen und in Folge kleine und mittelständische Unternehmer begeistern für einen neuen Aufschwung, für eine gerechtere Verteilung und für eine dazu passende Geldschöpfung, dann können wir sehr viel bewegen. Okay, vielen Dank. Dann genau, also bitte. Ja, bevor ich einen Vermittlungsvorschlag zwischen den Österreichern und der Monitative mache, ganz kurz noch zu Herrn Haringer. Und zwar stimme ich Ihnen zu, dass es in der Schweiz eine hohe demokratische Kontrolle des Staates und auch indirekt der Nationalbank gibt. Aber was Deutschland betrifft oder Europa, würde ich das eher verneinen, weil wir leben eigentlich in einer Parteifunktionärsoligarchie. Die Parteienspitzen bei uns sorgen dafür, dass nur bestimmte Leute, also im Wesentlichen nur bestimmte Leute, aufsteigen innerhalb der Parteien. Und der Wähler hat darauf praktisch keine Einflussmöglichkeit. Ja, jetzt zu dem Vermittlungsvorschlag. Es gibt neben den Österreichern ja auch noch die sogenannten Ordoliberalen, unter anderem nach Eucken, die ja auch, also Eucken hat ja auch Ludwig Erhard stark beeinflusst. Und mancher Österreicher, würde ich auch sagen, sind eher ordoliberal als Anarcho-Marktwirtschaftler. Jedenfalls könnten Sie beide nicht damit leben, dass man sagt, man führt Vollgeld als, als staatliches Geld ein, sozusagen als das Mehrheitsgeld, und erlaubt einfach parallel dazu private und genossenschaftlich organisierte Währungen, elektronisch oder nicht. Damit habe ich natürlich kein Problem, denn Währungskonkurrenz schließt natürlich ein, dass der Staat sich auch beteiligen darf. Jeder darf, der Private und der Staat. Ich fürchte aber, dass Herr Huber da ein größeres Problem damit hat, denn er definiert das Geld ja als gesetzliches Zahlungsmittel und damit ist es kein Gott außer meinem. Das Vollgeld. Ja, na, Vollgeld. Sicher. Ja, ja, das Vollgeld. Also ich persönlich bin schon davon überzeugt, dass das Geld, also die monetären Prärogativen der Währung, der Zahlungsmittelschöpfung und der Seniorage, dass das staatliche Hoheitsrechte sind. So. Und wir haben ja zum Teil also die Diskussion über die Privatisierung solcher Souveränitätsrechte, auch bei Ordnungsdiensten, bei Polizei und Militär, nicht? Und wir haben im Moment, also das betrachte ich mit einem gewissen Argwohn im Rechtsbereich,
Weil ich sehe die Aufgabe der Monetative im monetären Bereich so ähnlich wie die eben des Rechtswesens, nicht? Also der Gerichte im Rechtswesen, sagen wir mal so, dass wir immer mehr außerstaatliche Rechtsentscheidungsinstanzen entstehen lassen, auch auf internationaler Ebene. Die dann, TTIP ist jetzt das aktuelle Beispiel, wo wir nachher nicht staatliche Instanzen haben, die praktisch die Souveränitätsrechte von Staaten im herkömmlichen Sinne aushebeln oder denen de facto übergeordnet sind, nicht formal rechtlich, aber de facto übergeordnet sind. Und ich meine, im Geldbereich haben wir das eben schon. Meine Probleme, das ist also eine grundsätzliche Frage, das ist wirklich eine fundamentale Frage, wo man nicht, wie soll ich mal sagen, ich selber neige zu Kompromissen und so weiter. Also ich bin selber kein, mir ist es lieber, man findet irgendwie eine gemeinsame Linie, nur ist das eben so. Der Ordoliberalismus, wir sind der Meinung, wir seien Ordoliberale. Wir sind keine Etatisten. Ja, sondern wir sind eher der Meinung, dass ein Vollgeldsystem es zum Beispiel ermöglichen würde, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Gesetz in Amerika, Dodd-Frank's Act, das sind ja allein das Gesetz hat über 1000 Seiten, die keiner liest, und diese ganzen Regelungen mit den Bankenabwicklungen, das sind ja komplizierte Sachen involviert, und diese ganzen Geschichten nicht mit das Basel-Regelwerk, wenn es danach in die Details geht. Wir sind ja oder wir neigen zu der Auffassung, dass eine ordentliche Vollgeldordnung einen Teil dieser grässlichen Bürokratie erübrigen könnte. Apropos, weil Geldmengensteuerung, wenn jemand die Kontrolle über das Geld hat, ist sehr wirksam. So nicht? Also wir verstehen uns als Ordoliberale, wir sind nicht Etatisten. Aber ich muss sagen, ich spreche jetzt nicht zu Ihnen persönlich, ich spreche jetzt allgemeiner in Richtung der Lehrmeinung der österreichischen Schule, insbesondere auch in Person kristallisiert von Hayek. Das sind radikale Anti-Etatisten. Da findet man ja kein Verständnis für öffentliches Recht. Da ist ja der Staat hat wirklich die Funktion, Privatrecht zu garantieren. So, nicht? Und die Auffassung eben dieser Leute, die ich vorhin zitiert habe, Mackenzie King und so weiter, dass das Geldregal eines der wichtigsten staatlichen Souveränitätsrechte ist. Und wenn ein Staat das preisgibt, dann hat er den Rest auch preisgegeben auf lange Frist. Ich denke tatsächlich in diese Richtung, und das ist etwas, was von Vertretern von Banking-Lehren, insbesondere eben den heutigen Neo-Austrians aus den USA ausgehend, das wird ja da ja radikal verneint, und man hat also einen wirklich nicht das, was der Markt entscheidet. Der Markt, wenn der Staat sich raushält, ist der Markt wunderbar und der Markt entscheidet immer richtig. Es hat dann auch keinen Sinn, über Gerechtigkeit zu diskutieren. Das Urteil des Marktes ist wie ein Gottesurteil. Für mich ist das eine Ersatzreligion, weil die Wirklichkeit der Marktwirtschaft funktioniert nicht so, sie funktioniert anders. Nicht? Und das sind wirklich fundamentale Meinungsverschiedenheiten. Ich sehe Gemeinsamkeiten, die wir haben können, wie vorhin gesagt wurde, wiederholt, in der Thematisierung und Popularisierung des Wissens über die Funktionsweise des jetzigen Geld- und Bankensystems. Ja, da schon. Aber wie weit nachher Gemeinsamkeiten reichen, weiß ich nicht. Also sowas wie sichere Konten. Oder diese Parallelität von unbarem staatlichen Geld und Chiralgeld und so, das kann man ein Stück weit zusammen vielleicht dafür eintreten. Aber die grundlegenden, die fundamentalen wissenschaftlichen und politischen Fragen, die da wirklich da sind, die sind sehr trennend. Da kann ich nicht sagen, das nehme ich jetzt mal nicht mehr so ernst. Nicht? Warum würden Sie uns Bitcoin dann verbieten wollen, zum Beispiel Bitcoin zu verwenden? Ich möchte jetzt mal darum bitten,
das war das zusätzliche Wortmeldung, möchte ich davon, möchte ich darum bitten, davon abzusehen. Also wir haben jetzt noch genügend abzuarbeiten und auch von Nachfragen eigentlich. Jetzt aber Herr Mayer, Professor Mayer. Ich würde einfach nur direkt darauf reagieren, was Herr Huber sagte, denn ich möchte in einem Punkt widersprechen. Ich glaube, Sie verzerren Hayek und die Österreicher gerade in ihren Aussagen zu der Beziehung, wie das Recht entsteht. Ich meine, ein grundlegender Ansatz ist, der Österreicher ist, dass sie sagen, dass Recht entsteht durch gesellschaftliche Konvention, ja, und nicht, also bottom-up und nicht top-down. Das ist das, was ich als Unterschied zu den Etatisten sehe. Und diese gesellschaftliche Konvention kristallisiert sich in Institutionen. Und diese Institutionen schaffen Ordnungen. Das kommt von oben raus. Es ist kein Zufall, dass letztlich die Österreich und die Ordnungspolitiker sehr verwandt sind. Es ist kein Zufall, dass Hayeks letzter Lehrstuhl in Freiburg war. Es ist kein Zufall, dass die Ordoliberalen und die Österreicher sehr nahe sind. Da gibt es also die Vorstellung, dass sich Recht bottom-up über gesellschaftliche Konvention bildet, und deshalb würde ein Österreicher dem widersprechen, dass der Staat top-down festlegt, was Geld ist. Es gibt aber auch die andere Tradition, das ist eher so die französische Tradition, dass Recht top-down geschaffen wird, also Code Napoleon. Das sind zwei unterschiedliche Denktraditionen, und da müssen wir einfach übereinstimmen, da müssen wir übereinstimmen, dass wir nicht übereinstimmen, wenn es dahin geht. Das ist schon so, aber ich meine, wissen Sie, wir sind jetzt schon, das sind jetzt sehr grundlegende politisch-philosophische, auch wirtschaftsphilosophische Fragen. Sie sprechen hier eine Sozialvertragslehre an, die von der österreichischen Schule gepflegt wird und die eben sich mit diesem Marktwirtschafts-, mit diesem reinen staatsfernen oder sogar antistaatlichen Marktwirtschaftsglauben verbindet, dass eben eine spontane Ordnung entsteht. Und da ist es etwas, ich persönlich als Wissenschaftler, ich habe mich von diesen Gesellschaftsvertragslehren schon lange abgewendet, denn sie können sie entweder so interpretieren, wie Sie das gerade angedeutet haben, oder eben etatistisch interpretieren. Ich glaube, auf beiden Wegen läuft es darauf hinaus, dass das immer zur Legitimation großer, mächtiger, dominanter Institutionen oder Institutionenkonglomerate führt. Und die Frage ist dann nachher, wenn Sie das alles privatvertraglich und marktwirtschaftlich regeln, aus rein transaktionsökonomischen Gründen bleibt zum Schluss ein paar große Spieler übrig. Und das heißt, dass Sie das Geld dem Staat wegnehmen, um es eben großen Bankmonopolen, Oligopolen in die Hand zu geben. Das bedeutet es realpolitisch betrachtet. Diese Idee, dass da irgendwelche Leute spontan am Markt irgendwas, ich bitte, solche Märkte gab es ja nicht mal vor 200, 300 Jahren. Ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Kein ganz anderes, aber schon ein anderes Thema. Können wir in der Kneipe weiter besprechen. Jetzt mache ich mal die Liste zu Ende. Herr Gudehus war nach meiner Liste jetzt der Nächste, bitte. Die Frage nochmal aufzuwerfen. Hat es überhaupt Aussicht, Sicherheitskonten als einen Weg zur Vollgeldeinführung zu betrachten? Und da wird verschiedentlich gesagt, das scheitert wahrscheinlich daran, dass die Kosten zu hoch sind. Ich habe das ja sehr konkret einmal durchgerechnet, dass es sich da nicht um Dimensionen handelt, die den Normalbürger umbringt. Also wenn tatsächlich die Bank, die sich als Sicherheitsbank eröffnet, etwa eine Sparkasse, das, was sie jetzt nicht mehr hat, nämlich kostenlose Refinanzierung von Giralgeld, sich hereinholen muss von der Zentralbank, dann muss sie dafür, wenn die Zentralbank ihr 3% Zins abnimmt, 3% Guthabenzins, nein, besser Einlagezins nehmen, negativer Zins. Aber das müssen wir mal runterbrechen für ein normales Bürgerkonto mit durchschnittlichem Monat 2.000 oder 3.000 Euro sind das 2 Euro im Monat. Das ist doch vielleicht auf dieser Ebene für den, der sich sagt, da ist aber dann das Geld wirklich das staatliche Geld und nicht ein Surrogat, durchaus vorstellbar. Also ich appelliere daran, das nochmal durchzudenken vor dem Hintergrund. Die andere Dimension ist für diejenigen wie Fonds, die da Millionen haben, aber auch Pensionsfonds, dass sie da im Feuer stehen mit allem, was über 100.000 ist, wird ihnen auch langsam klar. Und da ist dann das 1% Refinanzierung vom Zentralbankgeld, zurzeit ist es ja sogar
nur ein Viertel Prozent, ja, durchaus über 0,05. Noch niedriger. Also jedenfalls ist es überhaupt kein Argument mehr, dass man tatsächlich nochmal überlegen sollte, für Großkontoinhaber, auch Firmen, ist der Aufwand durchaus zu rechtfertigen. Talanx müsste eigentlich sagen, das ist eine super Lösung, statt uns eine eigene Bank zu gründen. Und genossenschaftliche Kleinanleger, Sparkassenkunden, die begreifen, dass sie, ohne es zu wollen, im Feuer stehen mit ihren Summen von handwerklichen Einlagen, die werden vielleicht auch sagen, gar nicht so falsch. 2-3 Euro im Monat nehmen Sie die sonstigen Gebühren, die sich die Banken auf diese Weise oder jene doch auch von unseren Konten abbuchen. Also ein Plädoyer zur Überlegung, dieser Weg ist ebenso gut gangbar, allerdings mit am Ende einem Übergang zu einer auch rechtlich geregelten Form eines Vollgeldsystems verbunden. Da führt kein Weg dran vorbei, denn das ist richtig, was Herr Huber sagt. Man muss am Ende das Giralgeld irgendwie abschaffen oder begrenzen. Aber ich halte Ihnen in Ihrem Argument eines entgegen. Wenn einmal das sich durchsetzt, dass Vollgeldkonten in Anspruch genommen werden, dann brauchen die Banken gar nicht mehr Giralgeld. Sie würden es gar nicht schöpfen können, weil es ihnen keiner abnimmt. Die Großgeldbesitzer nicht, weil sie ihr Geld aufs Konto bringen und die Kleinen auch nicht und die dazwischen auch nur so lange, bis sie merken, dass es für sie auch nicht sicher ist. Also ein kleines Plädoyer zum Abschluss, dass die heute diskutierte Variante, die auch Herr Mayer vorgetragen hat, auch wenn er den weiteren Weg anders gehen möchte, zunächst ein sehr gangbarer und sehr pragmatischer Weg ist, der einen Vorteil hat, dass die Beteiligten sich daran gewöhnen können, dass das Tempo, mit dem das läuft, auch gedehnt werden kann durch etwa die Zinssätze, die die Zentralbank für diese Sammelkonten gibt und damit auch ein Übungsprozess einsetzt. Denn der Big Bang als Stichtagseinführung, die Herr Huber und andere bisher gedacht haben und die ich auch theoretisch für wunderbar halte, hat eine Gefahr. Haben wir wirklich an alles gedacht, was dabei dann zutage tritt und ist ein Switch der Zahlungssysteme tatsächlich so gut vorzubereiten. Ich habe in Firmen SAP-Einführung erlebt, das war der Big Bang des Untergangs der Firma. Das wäre für eine Firma, eine Drogeriefirma, können Sie noch verzichten, aber als Staat würde ich mir das nicht wünschen. Also mein Plädoyer ist dieses Argument der allmählichen Einführung unter Mitwirkung der Beteiligten so stark, dass man das unter Umständen auch als ein Konzept mit in unsere Werbung einbeziehen sollte. Okay. Wie viel Geldmenge ist denn im Bankensystem und wie viel Geldmenge ist denn im sogenannten Schattenbankensystem bei den Hedgefonds, bei den anderen Fonds, bei den Fonds, die sich auf den englischen Kanalinseln befinden, bei den königlichen Kanalinseln, außerhalb jeglicher staatlicher Kontrolle? Ist das beherrschbar mit dem System, was wir jetzt gerade sprechen, oder ist die Menge das Tausendfache von dem und schlägt das alles platt? Aber ja, wir sind uns alle darüber einig, dass gerade wenn man Vollgeld in einem Land einführen würde, also per Stichtagsreform und noch mehr, wenn wir das eben schrittweise tun, dass wir haben natürlich das Thema mit, wenn dann im Ausland oder im anderen Währungsraum die alten Verhältnisse weiter bestehen. Das Außengeld, wie man das nennt, das spielt natürlich eine Rolle, weil dort geht die Geldwirtschaft weiter und wir haben offene Wirtschaften und Geld fließt rein, Geld fließt raus. Und natürlich hat das Einflüsse und darauf gibt es keine Patentantwort. Nicht? Okay, jetzt bitte, Sie stehen ja schon am Mikrofon. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich mich vor einer Stunde gemeldet habe. Ich wollte mich eigentlich an Hajo Köhn anschließen, allerdings nicht mit einer Enttäuschung, sondern mit einer Freude. Ich bin sehr dankbar, dass hier die Unterschiede nicht weichgespült wurden. In dem Sinne von erstmal die Unterschiede herausarbeiten und dann inniger verbinden, das interessiert mich. Ich habe ein Problem, wenn es bei zwei Parteien eine Gruppe gibt, die sagt, die anderen haben auf keinen Fall Platz in meinem System. Manche Menschen, wenn sie mich hören könnten, denken, ich sei Österreicher. Ich bin aber Bayer. Ich möchte auf einige Dinge kurz hinweisen. Das Wort Vollgeld halte ich für höchst problematisch, weil es so viele verschiedene Verständnisse, nicht nur aufgrund des Wortes, der Buchstaben, sondern auch der Definitionen gibt. Ich habe heute wieder noch eine weitere gehört.
Das Wort liberal, hat jemand von Ihnen schon mal jemanden gehört, der wirklich gesagt hat, ich bin Etatist oder ich bin neoliberal? Nein, das sind meistens die anderen. Eine Seite zu verteufeln, halte ich für falsch. Was mich interessiert, ist auch nicht so sehr, was könnten wir in 5, 10, 20 Jahren möglicherweise, wenn die wunderbaren Erklärungen für unsere Schüler, wenn die mal groß geworden sind, angekommen sind, sondern was können wir heute tun? Ich möchte darauf hinweisen, dass das keine akademische Diskussion für mich ist, sondern eine Lebensnotwendigkeit für die Zukunft. Wie theatralisch kann es ausdrücken, des Planeten und von uns allen? Was können wir jetzt tun? Ich möchte nicht darauf warten als Unternehmer, bis das Volk vielleicht auch mal verstanden hat oder die meisten oder eine kritische Mehrheit, sondern ich möchte und ich weiß, was ich tue, das trage ich jetzt hier nicht vor, aber ich möchte von Ihnen gerne wissen, was können Sie hier und jetzt, und zwar stellen Sie sich vor, Sie sind schon am Punkt 30%. Könnten Sie sich vorstellen, dass, und da hat mir der junge Mann, der jetzt glaube ich nicht mehr da ist, das ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass der Staat tatsächlich ein Geld anbietet, Vollgeld, nach welcher dem Definition auch immer. Das Wort sichere Konten ist für mich auch ein Euphemismus, weil tatsächlich gibt es keine sicheren Konten in diesem Papiergeldsystem. Letzte Punkte. Ein Hinweis darauf, Ökologie, danke Hans Scharpf, ein weiteres, menschenorientiert, substanzorientiert und noch ein weiteres, es geht hier um Menschenbilder, die aufeinander stoßen, Vertrauen, Nichtvertrauen, Naivität, Kontrolle. Ich halte ein Wort für sehr wichtig noch, Transparenz. Dankeschön. Ja, danke auch. Dann hatte die Dame, genau, sie hat... Ich möchte einen Punkt hinzufügen, den Sie erwähnt haben, und zwar die Antidemokratisierung, die mit dem heutigen System eintritt, und die Umverteilung von unten nach oben, die massiv durch unser heutiges System der Banken stattfindet, dass nämlich die Banken sich eine eigene Gelddruckmaschine geschaffen haben, in dem System, so wie sie es haben. Und es führt zu dieser Umverteilung. Dieses Kreditsystem erfordert viele Zinsen und diese Zinsen zahlen alle über die Güter, Dienstleistungen, die sie einkaufen und über die Steuern, die sie zahlen müssen. Und es verarmt die untere Gruppe immer mehr. Okay, vielen Dank. Dann was können wir tun? Und ich denke, es ist wichtig, auch mal die Situation zu reflektieren, in der wir stehen. Wir haben im Grunde genommen schon sehr viel erreicht, denn durch die Finanzkrise seit 2007 haben sehr viele Menschen angefangen nachzudenken. Ich habe das Gefühl und ich bin mir sicher, dass die Thematik, über die wir heute hier sprechen, das ist im Zeitgeist. Mich haben schon Leute auf diese Thematiken angesprochen, von denen ich das nie geglaubt hätte. Das heißt, diese ganzen Fragen, was ist das Geld, wie funktioniert, wie wird Geld in den Kreislauf gebracht, das hat in den letzten 10 Jahren unglaublich gewonnen und gewachsen an Interesse. Und wir sind hier in einem Gärungsprozess, wie ich glaube, und es ist ganz wichtig, erstens, dass wir unsere Arbeit, so wie wir sie jetzt hier sehr schön demonstriert bekommen haben, dass wir das fortsetzen, dass wir wissen, dass wir im Grunde genommen an der Speerspitze des Zeitgeistes irgendwo stehen, mit dem, was wir hier thematisieren. Und dass wir dann, sollte es mal wieder zu einer akuten Systemkrise kommen, dass wir dann bereitstehen, um einen Minimalkonsens mehrheitsfähig machen zu können. Ich glaube, solange es uns hier in Deutschland noch vergleichsweise gut geht, werden wir keine Massenbewegung mal eben auf die Beine stellen können. Aber wir sollten bis dahin unsere Hausaufgaben gemacht haben, um dann bereit zu stehen. Und wovon ich persönlich überzeugt bin, wir werden den Euro, so wie wir ihn heute haben, in 30, 40 Jahren nicht mehr haben. Und bis dahin wird irgendetwas passieren, dass diese Euro von mir aus in einen Nord- und einen Südeuro zerbricht. Aber es ist, so wie es ist, ja ein nicht gesundes System. Es kann ja nicht sein, dass eine Währung, die gerade mal 10 Jahre besteht, schon auf der Intensivstation ist. Das ist ja in 50 Jahren D-Mark nicht passiert. Ja? Das heißt, dort sollten wir einfach achtsam sein
um dann bereit zu stehen, um dann sozusagen mit vollen Händen dazustehen und vor allem auch einen tragbaren Kompromiss erarbeitet zu haben. Okay, vielen Dank. Dann jetzt die beiden allerletzten Fragen noch und bitte mehr so Fragecharakter, nicht Statement-Charakter. Bitte sehr. Ja, um auf meine Frage und die Antwort von Herrn Huber von vorhin nochmal zurückzukommen bezüglich der Geldmengensteuerung. Sie meinten ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Zentralbank legt ein Geldmengenziel fest. Das Geld wird dann durch Fiskalpolitik in Umlauf gebracht. Wo ist an dieser Stelle die Eigentumsdeckung des Geldes? Normalerweise kommt ja das Geld im jetzigen System durch Zentralbankkredite in Umlauf und die Banken müssen gute Sicherheiten, notbankfähige Sicherheiten dafür hinterlegen. Wenn das Geld nur durch Fiskalpolitik in den Umlauf kommt, ist eben keine Eigentumsbesicherung im heinsonschen Sinne. Und wie soll in diesem System das Vertrauen in dieses Geld kommen? Und um dann vielleicht den Bogen zu Herrn Mayer zu spannen, wir haben ja ein internationales Währungskonkurrenzsystem. Ist dann nicht mit einer massiven Kapitalflucht aus diesem neuen Geld zu rechnen? In sichere Währung, dann vielleicht später in Franken, die goldgedeckt sind oder so. Okay, letztes bitte kurz. Ja, danke. Lieber Professor Huber, es gibt auf der Welt geschätzt über 1 Million Bitcoin-Nutzer. Viele davon könnte man dafür gewinnen, auch für Vollgeld einzutreten, weil letztendlich Bitcoin genossenschaftliches elektronisches Vollgeld ist. Wollen Sie wirklich dieses weltweite Netzwerk vor den Kopf stoßen, indem Sie sagen, nur Vollgeld und andere Alternativen verbieten? Ja, unbedingt. Ich will einfach nur einen Vorschlag machen, wie man zusammen arbeiten kann. Stichwort ist Gesetzesinitiative. Was ich mir vorstelle, ist, dass man selber den Gesetzgeber spielt. Das heißt, dass man eine Gesetzesvorlage erarbeitet, die diskutieren lässt, darüber eine Umfrage startet und dann das, was sich da als konsensfähig, am meisten konsensfähig herausgestellt hat, erst an dieser Stelle in den Gesetzgebungsprozess hineingibt. Also sprich an Parteien oder über Abgeordnete. Okay, vielen Dank. Wir kommen zur Abschlussrunde, fangen dort an. Also wer von am weitesten herkommt, muss am ersten nach Hause. Also die Gäste, unser Referent aus der Schweiz hat das Wort. Also wir fahren heute nicht mehr nach Hause. Wir genießen noch 1-2 Tage Berlin, denn Berlin ist wirklich eine Reise wert, das ist ja klar. Wir versuchen in der Schweiz das volle Programm, eben die Volksinitiative durchzubringen, aber wir sind Realisten genug zu wissen, dass auf jede Initiative die Regierung dann auch mit einer Ablehnung reagieren kann oder mit einem Gegenvorschlag. Und es könnte ja sein, dass einige der guten Ideen aufgenommen werden in einen solchen Gegenvorschlag. Das könnte sein, sicheres Geld. Das könnte auch eine Lockerung des Finanzierungsverbotes von der Nationalbank an den Staat direkt sein, also dass der Staat direkt von der Nationalbank Geld beziehen dürfte. Das ist in der Schweiz im Moment auch verboten. Das wären Wege, die dann auch in einem Gegenvorschlag durchaus denkbar wären. Ich könnte mir auch vorstellen, die Idee, die ich heute gehört habe, wieso kauft die Nationalbank nur die Münzen vom Bund und nicht auch die Noten? Also das sind an sich ganz pragmatische Ideen, die man auch in einem Gegenvorschlag dann realisieren könnte. In diesem Sinne danke ich einfach vielmals für die Aufnahme unserer Initiative in diesem Kreis. Und wie gesagt, wir bleiben noch 2 Tage hier in Berlin. Aha, ich kriege schon wieder das Wort. Okay, ganz kurz Bitcoins. Ich würde Bitcoins nicht in einem Atemzug mit Bankengeld nennen. Denn bei einer Bank weiß ich, wer dafür gerade stehen soll und wer nicht ansprechen kann und wer mir erklären soll, warum er was gemacht hat. Bitcoin ist mir schon deswegen suspekt, es ist ein ganz ominöser Prozess, wie dieses Geld entsteht, denn der Algorithmus und nein, das ist nicht transparent, das ist absolut ominös. Es ist im Übrigen auch ominös, wofür dieses Geld verwendet wird. In höchstem Maße ominös, und wenn das also praktisch ein Einstieg ist für die Monetarisierung der Untergrundwirtschaft, für die offene Monetarisierung der Untergrundwirtschaft in der eigenen Währung, dann möchte ich diesen Leuten allerdings sehr gerne vor den Kopf stoßen und es nicht mit Bankengeld in einen Topf werfen.
Das bringt mich zu der anderen Frage, die an mich gerichtet wurde, mit dem Vertrauen. Der Wert des Geldes liegt nicht in der Deckung durch irgendwelche Vermögen, sondern die Vermögen werden bemessen nach dem Wert des Geldes. Und der Wert des Geldes selbst entsteht, leitet sich ab, also besteht in der Kaufkraft und leitet sich ab durch die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft oder der Wirtschaft der ganzen Welt. Und Geld, Vertrauen in Geld entsteht, wenn die Geldbenutzer merken, dass dieses Geld stabil ist, relativ stabil, dass die Kaufkraft nach innen stabil bleibt und auch der Außenwert des Geldes jedenfalls nicht abnimmt, sondern erhalten bleibt. So, nicht? Daraus erwächst das Vertrauen eines Geldes und ich denke, dass eine Vollgeldordnung gerade das eben sehr wohl gewährleisten kann, im Unterschied zum heutigen Chiralgeldsystem, dass inhärent inflationär und assetinflationär ist. Nicht? So. Und also das habe ich dazu zu sagen, noch zum politischen, also das Stichwort vom Vorvorredner war Gärungsprozess. Das erlebe ich auch so und von daher finde ich eben in der Tat, wir haben ein klares Konzept, aber ich persönlich denke nicht, dass das sozusagen die abschließende Antwort auf das Thema ist. Auf die Idee käme ich nie, sondern die Welt entwickelt sich sowieso anders, als in unseren Büchern steht, nicht? Trotzdem muss man eine Vorstellung haben, wo man ungefähr hin will und so weiter. Von daher also finde ich, dass eben gerade auch diese Idee, kann man nicht eine Vollgeldbank gründen, nicht? Also individuell und dann wachsen und so, kann man nicht sichere Konten, also finde ich einfach prima Ideen. Parallelität, also in diesem Sinne finde ich, sind das alles wertvolle Beiträge. Speziell sehe ich auch die Schweizerische die Verfassungsinitiative als einen solchen sehr wichtigen und wertvollen Beitrag, eben die ganze Sache auf die politische Agenda zu bringen und das in diesem Thematisierungsprozess eben voranzuschreiten, nicht? Und wohin der uns dann führt, das können wir heute gar nicht sagen, nicht? Also von daher finde ich auch, selbst wenn jetzt also die Berichte von Hans-Rudi Weber am Anfang schon ein bisschen skeptisch klang, ob er jetzt die nötigen Unterschriften zusammenbekommt zum Termin oder nicht. Das ist natürlich, also im Gesamtbild bin ich eigentlich auch eher, wie soll ich das nennen, durchaus etwas optimistisch gestimmt, weil ich sehe, dass unser Themenzyklus, ein Politikzyklus beginnt als Themenzyklus. Und da sind wir eindeutig auf dem aufsteigenden Ast, und zwar international. Das kann man also bibliometrisch verifizieren an der Anzahl von Publikationen in Zeitungen, Zeitschriften, in Wortnennungen im Internet, bei Suchbegriffen und so weiter. Das ist eine emergente Take-off-Kurve, die sich da abzeichnet. Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Ja. Und insoweit kann ich das auch von meiner Seite bekräftigen, wie Sie sagten. Ein Stück weit ziehen wir da mal einen Strang und irgendwann würde eventuell der Punkt kommen, wo man sagt, also da haben wir jetzt eine andere konzeptuelle Vorstellung, aber so weit sind wir noch lange, nicht wahr? Ja, nur eine kurze Anmerkung meinerseits, weil die beiden Hauptmatadoren sitzen links und rechts von mir. Vielleicht auch etwas, was alle so sehen, es wird Währungsvielfalt geben, in Zukunft vielleicht noch mehr als heute. Und es ist nur die Frage, wenn wir akzeptieren, dass es Staatsaufgaben gibt, die vom Markt nicht so gut gewährleistet werden können, dann meine ich schon, hätte der Staat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Steuern in einer von ihm und auch sozusagen abstrakt für gut bewerteten Währung einzufordern. Das wäre dann eher eine Nicht-Bankenwährung. Und insofern mag es aus meiner Sicht einen Währungswettbewerb geben, aber eine Währung wäre zu bevorzugen, indem sie die Währung ist, indem man Steuern zahlen kann. Das nur zum Schluss.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit großen Beschwerden, die Sie als lebensbedrohlich empfinden, ins Krankenhaus, in die Notfallaufnahme, und die Ärzte beginnen sich darüber zu streiten, nachdem sie Ihnen kurz ins Gesicht geschaut haben. In welche Rehabilitationsklinik weisen wir diesen Patienten schließlich und endlich mal ein? Sie werden als Patient ziemlich unruhig werden und werden von den Ärzten verlangen, was die üblicherweise auch tun, dass sie zunächst mal eine saubere Diagnose stellen, dann Maßnahmen ergreifen zu ihrer Stabilisierung. Und wenn das dann alles passiert ist, dann überlegt man sich, was ist die Langfristtherapien zur Rehabilitierung. Und wenn ich mir das so anschaue, was wir hier vorhaben, dann sind wir momentan bei der Diagnose gut vorangeschritten und da teilen wir ja viele Dinge, ja. Ich sehe Ansätze zur Notfallmaßnahme, zur Stabilisierung des Patienten. Ja? Und dann, wenn das alles mal passiert ist, dann kann man sich ja darüber in einer öffentlichen Diskussion, in dem Fall, kann man ja die verschiedenen Vorschläge zur Rehabilitierung des Patienten, ob man das jetzt so macht oder so macht, das sollte dann in einer öffentlichen Debatte geklärt werden. Aber wir, ich sag mal, wir jetzt als diejenigen, die das System als sozusagen auf der Intensivstation sehen, wir machen uns selbst unglaubwürdig, wenn wir uns verhaken in der Debatte, wie wir die Rehabilitierung gestalten wollen. Dann glauben uns die Leute nicht und sagen die, schau doch mal an, was jetzt los ist. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank unseren Gästen, unseren Referenten fürs Kommen. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Applaus